Heute wollen wir zusammen EM ansetzen und zwar mit unserem EM-Ansetzset im kleinen Maßstab für den Haushalt. Einfach mal ausprobieren für Jugendforscht. Hallo liebe Menschen, das ist der Triaterra Videoblog. Hier geht es um EM, effektive Mikroorganismen, um Terra-Preta-Produkte und um Themen zur Begrünung der Erde. Heute in meinem Garten, aber das Thema heute ist EM-Ansetzen. Und zwar ganz kleinen Maßstab, nicht 1000 Liter, nicht 5000 Liter, nur 5 Liter mit unserem EM-Ansetzset. Das wollen wir heute machen. Mal gucken, ob wir... Ich habe seit langer, langer Zeit nicht mehr in so kleinem Maßstab EM angesetzt. Wir werden zusammen dieses Abenteuer jetzt durchgehen. Was ist im EM-Ansetzset dabei? 5 oder 10 Liter Kanister, kann man sagen, welchen man haben will. Eine Aquariumsheizung, die komplett in den Kanister reinpasst. Das zeige ich nachher. Ein pH-Wertstreifen, das ist die Erfolgskontrolle am Schluss. pH-Wert 3,5 oder tiefer. EM1, das ist das Wichtigste. Die Starterkultur, also wir brauchen etwas, wo die Mikroorganismen zum ersten Mal zusammengekommen sind im EM1. Das vermehren wir, das sind die tatsächlichen Bakterien, die wir vermehren. Die müssen wir also am sorgfältigsten behandeln. Und Melasse, die Nahrung für die Mikroorganismen, Zuckerrohr, Rohmelasse, also nicht irgendeine normale Melasse, die ist ziemlich bitter, weil die relativ viel Mineralien enthält. Die ist nicht gereinigt, also das ist eine sehr konzentrierte, dicke und mineralreiche Melasse, die wir bei uns im Shop haben zum EM-Vermehren. Und dann haben wir noch eine Anleitung und ein EM-Journal. Im EM-Journal ist zum Beispiel drin der Mondkalender zum Ansetzen von EM. Danach richten wir uns auch. Was ich tatsächlich mal geschafft habe, ist zu Neumond EM versauen. Also Neumond ist manchmal nicht so gut. Und ansonsten sind es die Blüten- und Fruchttage, die da die besten sein sollen. Also das ist jetzt in den neuen EM-Journalen immer mit drin. Das wollen wir herstellen. Triaterra Aktiv ist im Grunde von uns hergestelltes EM, EMA. Nach unserem Spezialrezept eben noch mit Apfelessig und Salz und so weiter. Also das ist das Ziel. Wollte ich Ihnen nur noch mal zeigen, wenn Sie das allen die ganze Prozedur nicht durchmachen wollen, dann kaufen Sie einfach das Triaterra Aktiv für 3 Euro den Liter. Dann haben Sie das fertig und in bester Qualität zu Hause, ein Jahr haltbar. So. Oder in der Honigvariante 5 Euro. Das nur zu zeigen, das wollen wir herstellen, das Dunkle mit Melasse. Und dann soll das am Ende dabei rauskommen. Aber das brauchen wir auch noch. Und zwar ein Trichter. Man hat natürlich nie einen Trichter zu Hause, wenn man einen sucht. Also was habe ich gemacht? Habe ich mir meine eigene Triaterra-Flasche aufgeschnitten. Damit werden wir das Material in den Kanister füllen. Meersalz, portugiesisches Meersalz, da kann jedes Meersalz nehmen. Ich habe ein Spezial, ein besonders billiges, aber auch sehr gutes, weil es ist nicht gereinigt. Das ist das, was unten bei dem portugiesischen Salzbecken rausgekratzt wird, was sich nicht mehr so richtig schön rauskristallisiert, was feucht ist, was nicht so richtig gereinigt ist, aber das hat die meisten Mineralien. Deswegen nehmen wir dieses Meersalz, aber jedes Meersalz, jedes Steinsalz, wenn es nicht speziell gereinigt ist, ist in Ordnung. Also nicht das normale Supermarktsalz, aber jedes Meersalz und Steinsalz ist okay. Und das ist Apfelessig, den wir auch in jedem Haushalt haben und als kleines das ist dann wichtig zum Abschließen. Wir arbeiten nicht mit Gärröhrchen oder dergleichen, wir arbeiten mit Gummi und Plaste. Das hat auch jeder im Haushalt. So, also was sind die Arbeitsschritte? Ich gehe die mal durch und dann fangen wir praktisch an. Salz, das können wir sogar schon mal einfüllen. Trichter. Und zwar machen wir pro Liter Ansatz 2 Gramm Salz rein. Das steht dann hier auch in der entsprechenden in dem Rezept für 5 Liter. Ich weiß nicht, ob wir das mal auf die Tabelle zoomen wollen. 2 Gramm Salz je Liter, das sind 10 Gramm Salz für 5 Liter. Also jetzt muss ich hier in den Kanister 10 Gramm Salz reinmachen. Das ist das Erste, was wir machen. Also, das sind ungefähr 10 Gramm Salz.
Ob es 12 Gramm sind oder 8 Gramm, ist auch nicht so wichtig. Zu viel geht eigentlich fast auch nicht. Der Higa macht ja 30 Gramm Salz rein pro Liter, manchmal bei seinen EM-Ansätzen, also in Japan, also das Apfelessig. Da machen wir rein 50 Milliliter. Wir haben den Feldmann Apfelessig. Von Feldmann Essig, den gibt es bei Kaufland und verschiedenen anderen. Und wir nehmen den naturtrüben, 5%igen, ganz normalen Apfelessig. Aber es geht eigentlich jeder Obstessig. Und desto naturnäher da ist, desto besser ist es natürlich. Der Apfelessig sorgt dafür, dass die Lösung von vornherein erstmal schon ein gutes Stück sauer ist. Und das sorgt dafür, dass die Mikroorganismen in der ersten Stunde schon wissen, in welche Richtung es geht. Dann wissen sie, ah, sauer, jawohl, alle in Richtung Milchsäureproduktion. Sonst schwanken die am Anfang noch so ein bisschen rum und wissen gar nicht, oh, wohin geht's jetzt. Und das ist auch nicht schlimm. Nach einer kurzen Weile übernehmen die Milchsäurebakterien und dann wissen sie es. Also man kann das auch ohne Apfelessig machen. Aber tatsächlich, ich als EM-Gourmet, ich schmecke das, dass da noch ein leichter, bitterer Ton ist, dass die am Anfang noch nicht genau wussten, wohin, dass sie eine Stunde noch verschiedene Sachen produziert haben und dann erst in die milchsaure Gärung gegangen sind. Deswegen machen wir also für den guten Geschmack, machen wir Apfelessig mit rein. Haben wir. Dritter Schritt, Melasse. Das ist, jetzt geht die Sauerei los. Melasse ist, ja, ist ungefähr so schwer wie Honig, ist auch so haltbar wie Honig, also egal was da jetzt an Haltbarkeit draufsteht. Melasse ist Jahrzehnte haltbar, einfach weil es so konzentriert ist, so viel Zucker enthält, dass es die Mikroorganismen das gar nicht schaffen, das irgendwie schlecht zu machen. Genauso wie Zucker oder Honig. Zack. Jawohl, das war gar nicht so schlimm. Das habe ich schlimmer in Erinnerung gehabt vor Jahren, als ich damit gearbeitet habe. So. Und dann haben wir schon das Wichtigste drin. Jetzt müssen wir das irgendwie reinkriegen und das machen wir am besten mit heißem Wasser. Also richtig heißem Wasser, da würde ich den Heißwasserhahn voll aufdrehen. Das sieht schon gut aus. Ab den Kanister. Wunderbar. Dann brauchen wir EM1. So, genau. Nein, noch nicht. Moment. Wichtigster Punkt. Ich habe gesagt, EM1, Vorsicht. Das muss am sorgfältigsten behandelt werden und vor allen Dingen darf es nie über 42 Grad warm werden. Über 42 Grad, ich sag mal so, richtig tot sind sie ab 45 Grad, aber über 42 Grad fangen die Mikroorganismen an zu sterben. Dementsprechend hier haben wir jetzt richtig Warmes drin. Das ist wahrscheinlich jetzt, na, füll mal hier, das sind schon 55, 50 Grad. Wenn ich da jetzt die EM1 reinmachen würde, dann wären die tot. Also machen wir erst noch ein bisschen Wasser rein. Jetzt habe ich schon fast voll. Jetzt ist alles drin außer EM1. Und jetzt würde ich das nochmal schön schütteln, dass auch die Melasse auf jeden Fall aufgelöst ist. Das ist immer das Wichtigste, dass nicht unten irgendwie noch Melasse rumschwimmt, weil wenn da die Aquariumsheizung die Melasse aufheizt innen drin, dann verbrennt die und das kann dann zum Umkippen führen. Also das ist wichtig, dass wir die Melasse vollständig aufgelöst haben und auch das Salz, was hier unten noch drin ist, das löst sich auch nicht so einfach. Das lösen wir jetzt, indem wir das einfach fest zuschrauben und ein bisschen schütteln. Das geht bei den 5 Liter Kanistern noch ohne Probleme. Und da sieht man schon, keine Melasse, das sieht gut aus. Am Schluss EM1 und wir brauchen 3% für das Standardrezept. 3%, 150 Milliliter. Also ungefähr ein Drittel der Flasche, das war's schon. Jetzt der Trick. Das geht bei den verschiedenen Flaschen verschieden gut, aber die Flasche wieder so weit zusammendrücken. Manchmal muss man die Frau noch zur Hilfe rufen, dass sie mitdrückt mit 4 Händen. Dass es fast überfließen will und dann zuschrauben. Dann ist die Haltbarkeit nicht eingeschränkt. Dann ist sie weiterhin ein Jahr und mehr, also auch mehrere Jahre, wie es draufsteht. Es kommt wirklich nicht darauf an, mal kurz auf und zu ein bisschen Luft rein oder so, kein Problem. Nur wenn dann in der Flasche Luft steht und man benutzt es mehrfach und dann immer neue Luft, und dann könnte es irgendwann mal umkippen nach zwei, drei Monaten. Deswegen, wenn man so die Luft rausdrückt, das gilt sowohl für die EM1-Flaschen wie auch für das selber angesetzte EM nachher, wenn man das abfüllt, wie auch für unsere Triathera-Aktivflaschen. Immer versuchen, die Luft, soweit es geht, rauszudrücken. Der wichtigste Moment, jetzt kommen die Mikroorganismen zu ihrer Nahrung. Alles ist perfekt vorbereitet. Wir müssen noch ein bisschen Platz lassen für die Aquariumsheizung.
Die machen wir nämlich komplett rein. Deswegen gucken wir jetzt erstmal, wie voll der Kanister wird mit Aquariumsheizung. Und wir wollen auch so ein bisschen Platz lassen, dass es noch blubbern kann, dass ich noch ein bisschen Schaum bilden kann, damit es nicht überfließt. Ne? Also das nicht bis ganz zur Kante, sondern wir bleiben so ein bisschen hier ein paar Zentimeter drunter, damit das noch ein bisschen blubbern kann und arbeiten kann da drin. Das ist unsere Aquariumsheizung, mit der wir da arbeiten. Happet, 75 Watt. Und das Schöne an dieser Aquariumsheizung sind zwei Sachen. Erstens, man kann sie bis 34 Grad einstellen. Das ist nicht bei den meisten Aquariumsheizungen kann man nur bis 32 Grad. 34 Grad ist schon ganz gut. Alles zwischen 30 und 40 Grad funktioniert. Aber 34 Grad ist also eine gute warme Heizung schon. Und das Zweite daran ist, die ist oben ganz schmal. Also die ist auch genauso schmal wie das Glas, ist auch der Regler oben und alles. Und das heißt, wir können die komplett eintauchen. Durch den engen Schlitz hier. Erstmal stelle ich die ein auf 34 Grad. Und zwar nicht auf Anschlag. Wichtiger Tipp, nicht auf Anschlag stellen, sondern wirklich Strich 34, also einen Tick davor. Weil wenn man auf Anschlag stellt, kann es einem passieren, dass sie einfach durchheizt. Ein Tick davor, so wie jetzt, 34, das ist in Ordnung. Dass man dreht quasi auf Anschlag und ein paar Millimeter zurück, dann regelt er tatsächlich die 34. Sonst haben wir eventuell das Problem, dass er durchheizt. So, komplett rein. Komplett auf den Boden. Und jetzt zu unserem kleinen Trick, nämlich, dass wir nicht mit Gärröhrchen arbeiten. Ich weiß, da gibt es mehrere Vermehrungsansätze, Fertigbausätze, die machen dann hier noch ein Gärröhrchen rein und eine Dichtung und hier alles dicht und viel zu kompliziert. Braucht man nicht, sondern das alles, was wir brauchen, ist ein bisschen Kunststoff, also ein bisschen Folie und ein Gummi. Damit machen wir quasi einen Verschluss samt Kabel und allem. Das haben sie selber in der Küche. Das liefern wir ihnen nicht mit. Und zack, müssen wir jetzt nur noch an den Strom anschließen und isolieren. Von oben und von unten. Unten legen wir einfach ein Stück Pappe hin. Stellen den Kanister da drauf. Schön in der Ecke, wo er eine Woche lang in Ruhe stehen kann. Und da darf man jetzt übertreiben. Desto besser man isoliert, desto weniger muss er heizen. Man spart Strom und die Mikroorganismen sind auch besser, wenn sie, desto weniger sie geheizt werden, desto weniger kommen sie mit einer heißen Oberfläche in Kontakt. So, das ist hier eine vierfach gelegte Decke, dicht. Jetzt dauert es eine Woche. Die Milchsäurebakterien in EM, die brauchen so 3-4 Tage, dann ist es auch schon sauer. Aber wir haben auch Hefen drin, wir haben Photosynthesebakterien drin, die brauchen und andere. Die brauchen dann ein paar Tage länger, deswegen machen wir immer genau die 7 Tage. Und es wird zwar blubbern, aber wir gucken nicht nach. In die Ecke stellen, vergessen eine Woche lang, wenn man es schön gemacht hat, dass es nicht überläuft oder so. Und man wird eventuell nach ein paar Stunden, nach dem Tag so ein bisschen was riechen. Oh, das riecht fermentiert, weil ja, ein bisschen Luft rausdrückt, ein bisschen Gas rausdrückt und dann wird nach einer Woche der pH-Wert getestet und dazu sehen wir uns wieder in einer Woche und dann machen wir den Test mit dem pH-Wert. 7 Tage später, nee, nicht wirklich 7 Tage, wie man an meinem Bart sehen kann. Tatsächlich habe ich jetzt schon 3 Wochen später, aber nach 7 Tagen habe ich den Stecker rausgezogen. Das heißt, man kann es auch einfach, wenn man es so gut abgedichtet hat wie wir, länger stehen lassen, wenn man eben bereit ist, das abzufüllen. Also jetzt ist es 3 Wochen später, aber nach 7 Tagen habe ich den Stecker rausgezogen und dann könnte man es benutzen. Ich habe es noch stehen lassen, weil wir keine Zeit hatten, das zu füllen. So, da ist unser Kanister. Immer noch gut abgedeckt, gut. Und man sieht hier weiße Bröckchen, das ist typisch, das ist Hefe. Und das gucken wir uns jetzt gleich nochmal an und verkosten das und testen das, den pH-Wert draußen. Nicht gut. Sauer. Bisschen würzig nach EM. Fruchtig. Und dann, das ist das pH-Streifenheft. Das Ding kostet 9,50 Euro.
obwohl es so klein ist, weil es ein Spezialstreifen ist, der von 3,2 bis 5,0 misst. Also das ist ansonsten mit Papierstreifen schwierig, diese Region so exakt abzudecken. Deswegen kriegen wir da eine Auflösung von 0,2, 0,3 hin. Und hier sind die Farben, die sind innen eingeklappt. Und wir wollen also hier leichtgelb, also braungelb, grüngelb bis totalgelb. Das sind unsere Farben, wenn das ist, ist in Ordnung. Wenn wir hier eher grünlich haben, ist das grün oder sogar bläulich, dann ist was falsch gelaufen. Es sollte also grün-gelb, also gelblich, deutlich gelblich grün oder gelb sein. Man muss auch nicht einen ganzen pH-Wertstreifen nehmen, hier sind 100 Stück, aber man reicht ja ein kleiner. Also man könnte hier tatsächlich aus jedem pH-Wertstreifen noch irgendwie 5 Testdinger machen, aber wir nehmen heute mal einen ganzen zur Demonstration. Abreißen, dann rein damit und wir sehen schon, die Farbe sieht gut aus. Das ist ja ziemlich genau 3,5, vielleicht sogar ein bisschen weniger. Und wenn es den pH-Wert nicht erreicht, dann sollte man das für sensible Sachen nicht einsetzen. Zum Beispiel sollte man es nicht trinken. Kleiner Geschmackstest gehört für den Profi dazu. Wunderbar. 1A Qualität. Jetzt könnte man einfach draufschrauben, den Deckel und stehen lassen. Dann ist es im Prinzip ein Jahr haltbar. Das ist wie Essig, wie Wein. Solange da wenig Luft dran kommt, passiert dann nichts. Oder wir füllen das ab in Flaschen. Und dann kann man das nochmal in gebrauchte Piaterra-Flaschen, zum Beispiel Piaterra-Aktivflaschen abfüllen, 5 Stück, die dann auch wieder bis oben hin voll, gucken, dass man die Luft so weit rausdrückt, zuschrauben und dann sind die in der Flasche noch besser handelbar, weil dann kann man die nach und nach verbrauchen, also im Prinzip ein Jahr ist es ohne Probleme haltbar. Am Anfang ist die Aktivität noch sehr hoch. Sehr viele lebendige und aktive Mikroorganismen, später werden die weniger, aber gleichzeitig nimmt die Menge an Milchsäure, an Essigsäure, an den positiven Antioxidantien, Vitaminen zu. Sprich, die Inhaltsstoffe werden mit der Zeit immer mehr, die Aktivität der Mikroorganismen wird immer weniger. Gleicht sich aus. Altes EM ist sehr spannend für verschiedene Sachen, sei es gesundheitliche Sachen, sei es Putzen oder so, weil es einfach viele Inhaltsstoffe, viele Säuren, viele Antioxidantien hat. Junges EM ist interessant, weil es ganz viele aktive Mikroorganismen hat und so einen Kompost sofort zum Explodieren bringt. Ja, also hat funktioniert. So funktioniert das mit unserem EM-Ansatz-Set. So können Sie auch selber EM vermehren. Im 5-Liter-Kanister, im 10-Liter-Kanister oder in jeder beliebigen Größenordnung. Wenn Sie da ein Rezept brauchen, schreiben Sie uns eine E-Mail, dann schicken wir Ihnen eins.